Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Ich bin heute mit dem Rick in Da Vinci bei meinem Part, den ich weitergebaut habe und damals von Ready to Fall übernommen habe. Ja, sag doch mal Hallo erstmal. Ne? Ja, hallo, ich bin auch dabei. Ja, sehr schön. Ja, letzte Woche schon dabei, diese Woche dabei. Ach, herrlich. Ja, immer doch. Ja, funktioniert doch richtig gut, ne? Ja, was gibt's hier zu sehen? Eigentlich nicht viel. Ich habe noch die Kopfhörer auf. Eigentlich brauche ich die Kopfhörer gerade nicht. Aber gut, noch ich höre eh nichts zu hören. Oder hörst du mich dann nicht mehr? Stimmt, ich höre dich nicht mehr. Schön, das ist ja Quatsch. Alter Schwede, fängt ja schon gut an, ne? Perfekt. Ja. Nee, heute kriegen wir hier tatsächlich ein bisschen mehr zu sehen wie die letzten Parts. Der Tunnel wird erweitert. Mhm. Der Platz wird gemacht oder der angefangen und es kommt am Ende kommt was eigentlich so das Highlight bei Da Vinci so ein bisschen ist, finde ich. Ah, ist diese Folge also soweit? Es ist soweit, genau, ja. Also hier wird noch ein bisschen die Fassade angepasst und der Plan ist dann halt hier hinten einen Weg hinzuführen und hier habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan mit der Rundung, weil ich das wirklich zu perfekt machen wollte. Und da habe ich mich echt lange dran aufgehalten, bis ich mal versucht habe, irgendwie was anderes, oder bis mir dann mal eine andere Idee in den Sinn gekommen ist, tatsächlich. Ja, also mit Rundbauen kannst du wirklich viel Zeit benutzen für. Ja, das ist wohl wahr, ja. Aber das funktioniert. Jo. Ja, Bella Italia ist ja eigentlich so gut wie fertig. Gell? Ich habe vom Mitaro jetzt erstmal nichts mehr gehört. Ob er nochmal durchgegangen ist, weil er wollte ja nochmal gucken, ob er noch was fixen muss oder so. Also ich weiß davon tatsächlich auch noch nichts, aber ich meine, wir wollten das gemeinsam machen. Deswegen glaube ich nicht, dass er schon durchgegangen ist. Ach so, okay. Aber haben wir ja eigentlich schon gesagt gehabt, der Park an sich ist ja an sich jetzt auch schon fertig. Genau. Sprich, da fehlt eigentlich kaum noch was, bis das Ganze... Kaum noch was, genau. Ja. Genau. Sie müssen ein bisschen aufholen mit den Videos, ne? Genau. Wir hängen so ein bisschen hinterher. Der Park war dann doch irgendwann schneller fertig, wie die Videos eigentlich geplant waren. Aber es kommt ja immer irgendwas bei uns dazwischen, ja. Also, obwohl wir zu dritt diesen Kanal bearbeiten, haben wir irgendwie immer irgendwas dazwischen. Und ich meine, wir wollten ja auch immer handhaben, dass jede zweite Woche auch tatsächlich eine Parktour kommt, ja. Also genau. Deswegen kommen die Videos halt auch nur in diesem 2-Wochen-Rhythmus, wenn es passt. Und, also da haben wir jetzt auf jeden Fall einen guten Grund bekommen, uns mal auf die Zielgerade zu bewegen. Ja, genau. Genau, weil Planet Coaster 2 steht ja schon vor der Tür quasi. Im Prinzip schon. Ich weiß jetzt nicht, wann das Video hier kommt, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Planet Coaster 2 gerade erst angekündigt. Ja, das stimmt. Das muss man by the way sagen. Und also wir freuen uns natürlich schon sehr drauf. Ich kann es eigentlich noch gar nicht. Es ist ja erst vor 3 Tagen, als wir dieses Video hier jetzt aufnehmen, ist 3 Tage vor Ankündigung von Planet Coaster 2. Ja, man kann es noch gar nicht so richtig glauben. Nee, wir haben ja schon die Hoffnung aufgegeben, was das angeht, gell? Also, das Letzte, woran ich mich noch gehangen hatte, war dieser Report von Frontier, dass die halt gesagt haben, wir bringen in dem Zeitraum noch diese Spielearten raus. Ja. Das war das Letzte, was irgendwie noch als Hoffnungsschimmer da war. Ja. Und dann kam aus dem Nichts auf einmal dieser Trailer. Ja, ja, aber vor allem auch, die waren ja die ganze Zeit auf Twitch online oder was, ne? Das lief ja die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas. Ich habe das fast 24 Stunden gefühlt. Ja. Nee, es waren 24 Stunden. Es waren 24 Stunden? Ja. Und alles wartet und wartet und wartet. Oh Gott, dieses Geräusch, Achterbahn, oh Gott, Kettenlift und etc. pp. Was kommt? Ja, und dann wurden wir endlich erlöst. Es kommt ein zweiter Teil. Da merkst du aber auch, wie sehr die Leute das haben wollen. Ne? Dass da wirklich, ich war glaube ich 3 oder 4 Stunden in diesem Livestream. Und
es waren immer, ich glaube, das, was ich gesehen habe, waren, glaube ich, 200 Leute, die da zugeschaut haben. Das war irgendwann um 2 Uhr in der Nacht oder so. Ja, Wahnsinn. Die Leute wollen unbedingt dieses Spiel haben. Ja, ja. Und das geht mir auch so. Ich meine, das Spiel gibt es jetzt schon 8 Jahre. Ich meine, ich habe mit dem Spiel, wann habe ich angefangen? 2020 habe ich das mit dem Spiel tatsächlich angefangen, ja. Ich habe ein bisschen später angefangen, ja. Gut, ich hatte jetzt auch nicht den ultimativen Rechner gehabt. Bei mir war es ja so ein bisschen kompliziert, als dann Communiversal zustande gekommen ist, haben wir ja dann, oder habe ich ja dann angefangen, mir einen Rechner zusammenzubauen oder zu holen. Ja gut, wir können es aber auch nicht Spiel, zurückhalten, ne? Ja, der dann dieses Spiel auch spielen konnte, weil ich ja unbedingt da mitmachen wollte. Ja, das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert, genau. Aber was ich immer so faszinierend finde, ist, wenn wir eine Bella Italia-Part machen, ist das meistens so ein Podcast bei uns. Ja. Ist irgendwie ganz anders als alle anderen Aufnahmen, ne? Ja, ja. Im Hintergrund läuft da immer Bella Italia und wir reden über Gott und die Welt. Also, das ist immer sehr lustig. Das ist angenehm. Das war so ein liegt aber auch so ein bisschen an dem Feedback, was wir bekommen hatten, ne? Also, früher waren diese Folgen ein bisschen mehr, ich sag mal, geskriptet. Ja, ja. Das, was wir so an Feedback bekommen hatten, war halt, ey, ihr seid cool, so wie ihr seid. Seid doch einfach locker, wie ihr halt seid. Ja, ja, genau, genau. Ich denke mal, das kommt auch recht gut an. Deswegen hat sich das Ganze ja so entwickelt, dass es jetzt halt mehr so ein Podcast-Format ist irgendwie. Ja, ja, ja. Ja, hier kommt dann überall, also jetzt hier, wenn wir jetzt zu Da Vinci gehen, also ich habe so ein bisschen angepasst, das Zeug, was schon da stand und habe halt ein bisschen Deko. Der Platz ist auch soweit fertig. Wie, du gehst jetzt ernsthaft auf das eine Versehen? Ja, so ein bisschen halt, ne? Ich habe dann so eine Eisdiele kommt dahin, wie man schon unschwer gesehen hat durch den, durch das Eis, was sich da hingestellt hat. Gott, mit der Waffeltüte, Waffeleis, wie nennt man das? Eis am Stiel? Eiswaffel. Eiswaffel. War's nah dran. Ja, und habe dann hier so den Weg ein bisschen angepasst, wie man das so ein bisschen sieht da, ne? So ein bisschen heller gemacht. Dass ja, man dann irgendwie so einen Weg zum Turm bekommt. Ja, jetzt nimmt so langsam alles Form an hier, ne? Genau, genau, genau. Jetzt kommt alles eigentlich. Wir gehen auch tatsächlich schon zur Zielgeraden. Also ich habe noch 2 Parts von Da Vinci und dann sind wir auch schon durch mit Da Vinci. Tatsächlich. Oh. Wow, genau. Okay. Aber ich glaube, bevor wir den letzten Part Da Vinci machen, werde ich nochmal ein kleines Review über Pisa machen, weil von Pisa habe ich leider die Aufnahmen verpasst. Pisa ist ja komplett anders geworden, wie zu den Anfangszeiten, wo noch die Pisa-Teile kamen, die ihr auch bei unserem Kanal natürlich findet. Seid ihr gerne willkommen, natürlich, ne? Könnt ihr euch alles durchklicken. Unsere ganzen Bella Italia-Parts und da wird es dann so eine kleine Packtour. Packtour wird es dann geben, tatsächlich. Allerdings mit ein paar Hindernissen, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Ja, es ist ähnlich gewesen in Rom war das. Ich habe letztens mit Taro noch Rom aufgenommen gehabt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Folge schon raus ist oder wann auch immer die rauskommt. Ja. Und da war es halt auch so, dass ein paar Aufnahmen halt nicht da waren. Dementsprechend ein bisschen schwierig war, da irgendwas zu kommentieren, wenn man halt nicht so viel gesehen hat. Ich glaube, wir müssen sowieso nochmal durch den Park hier durchlaufen und halt die Bereichstouren, sage ich mal, machen, wie wir das eine Parktour müssen wir sowieso machen. Also wir sind die Ersten, die Parktour machen, denke ich. Es würde Sinn machen, ne? Ja, denke ich auch. Ist ja, im Prinzip machen wir hier auch nichts anderes, ne? Es ist auch eine Art Tour. Ja, ja. Ja, vor allem müssen wir auch ein bisschen Gas geben, weil noch ist Planko 1 da, weil wenn Planko 2 kommt und wir können diesen Park nicht in Planko 2 öffnen, das steht ja jetzt noch offen, ne? Ob das funktioniert oder nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich auch nicht, aber wissen tun wir es nicht, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall, ich sag mal, Eile geboten, dass wir den Park hier noch fertig bekommen. Ja, idealerweise bevor der zweite Teil rauskommt. Ja. Aber da müssen wir uns echt ein bisschen ranhalten, wenn ich überlege, wie viele Folgen wir noch haben. Das Spiel kommt ja dann schon in, was ist das, 2-3 Monate oder so? Ja, also ja gut, 2-3 Monate, ja, 4 eher, ne, würde ich sagen. Wenn tatsächlich November, dann sind es ja noch 4, ne?
Naja, das deswegen meinte ich. 3,5, 4. Ja. Kannst du ja ausrechnen. 4 Monate sind. Es werden auf jeden Fall ein paar Videos mehr kommen in der Woche. Ja, anders geht's ja nicht, ne? Also, wir haben ja nur zwei Folgen im Monat, ja, wenn du so willst. Ja, ja, ja. Deswegen könnt ihr euch auch schon mal drauf einstellen, liebe Community. Es werden wahrscheinlich ein paar Videos im Vorlauf schon aufgenommen und dementsprechend werden wir nicht auf. Je nachdem, was dann halt passiert, wenn das Video rauskommt, nicht direkt reagieren können. Aber natürlich, sobald wir irgendwelche Infos haben oder sonst irgendwas, werdet ihr hier sofort informiert. Wir geben unser Bestes, so schnell wie möglich euch zu informieren und damit ihr nicht mit der Zeit stehen bleibt, natürlich. Ja, es ist ja, im Prinzip ist das ja schon fast immer in Bella Italia so gewesen, ne? Dass wir die Folgen so gut es ging vorproduziert haben und dann halt in den Kommentaren mehr oder weniger live halt gequatscht haben. Ja, so in etwa haben wir es dann gemacht, ja, genau. Ja, jetzt kann man schon mal ein bisschen sehen, was tatsächlich noch passiert. Und hier wird dann schönes, leckeres Essen geben, tatsächlich. Ja, kann man das Eis mitnehmen von vorne? Ja, das Eis kann man sich zum Beispiel auch mitnehmen. Es ist ein bisschen zu nobel hier fürs Eis, oder? Ja, ein bisschen, ja. Bisschen zu null, tatsächlich, ja. Also noch kann man es ja nicht so richtig sehen, was es wird. Mhm. Aber dann könntest du jetzt zusammen, zumindest mal zusammenreimen, dass es um Essen geht hier. Ja. Genau. Aber im Part 5, das ist Part 5. In Part 6 werden wir tatsächlich noch mehr Details zu diesem kleinen, schnuggeligen Bereich sehen. Ja, der ist echt schön geworden. Das ist so wieder so ein Ding, das man von außen einfach nicht sieht. Muss man genau. Ist halt tatsächlich versteckt. Ne? Also man muss es ja schon finden, sage ich mal. Gut, jetzt haben wir das Video natürlich hier dazu, aber ja, gut. Hätte auch ein Easter Egg sein können. Ein ganz schön großes Easter Egg. Ein ganz schön großes Easter Egg, aber ja, wir haben ja vom Benutzername die Parktour gemacht. Thema Easter Temple, Eggs, ja. Temple of Death, ja. Das war auf jeden Fall mal, das waren mal Easter Eggs, ja. Das waren mal Easter Eggs. Richtig, richtig super. Ja, also in dem Ausmaß, da können, glaube ich, wenig Parks mithalten, was das Thema Easter Eggs angeht. Ja. Ich glaube, das wir auch nicht. Nee. Ich denke mal, unser Park lernt trotzdem zum Erkunden ein und kann trotzdem viel finden und entdecken. Ja. Den Park könnt ihr dann auch bei uns natürlich finden und hier eine kleine Info. Irgendwo mache ich rein. Könnt ihr auch mal reinklicken. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob du die richtige Richtung gezeigt hast. Das, ja, stimmt. Das sucht man sich ja schnell. Ja, ist egal. Ihr wisst schon, irgendwo da oder so. Oben hier, rechts im Eck ist es, glaube ich. Oder hier unten. Nee, oben rechts. Ja, klar. Aber ich glaube, die Kamera ist gerade spiegelverkehrt. Ich glaube, ich bin hier, glaube ich, richtig. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich sehe dich nicht. Ich habe mich auch nicht gesehen. Ich hoffe, ich habe... Nimmst du überhaupt auf? Ja, klar, nehme ich auf, aber ich habe das Video noch davor gehabt, weil sonst gucke ich die ganze Zeit auf den anderen Bildschirm und da gucke ich halt immer so nach rechts. Weil ich habe den jetzt nach rechts gezogen, aber ich wollte eigentlich in die Kamera so ein bisschen gucken. Verstehe ich. Wenn es überhaupt funktioniert hat, das ist ja noch die andere Frage. Das ist, stimmt, das ist jetzt heute die Greenscreen-Austest-Folge, ne? Genau, das ist die Greenscreen. Ja, das hast du gut gesagt. Ja, ihr werdet ja sehen, ob es funktioniert oder nicht. Also, genau. Ist es grün hinter ihm oder nicht? Ja, wenn es funktioniert hat, dann ist es auf jeden Fall super. Gut, dann haben wir eigentlich genug erzählt. Und ich würde mich auf jeden Fall bei euch bedanken für ein kleines Feedback mit einem kleinen Daumen nach oben. Und ein Abo wäre auch ganz toll, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen und sage Tschüssililü. Ich schließe mich einfach mal an, ne? Tschüss. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit mir.